So, hallo Leute, jetzt heute mal wieder ein Ender Games Programmier Clip Video Tutorial. One week they love me, next week they hate it. Maybe it's the name, maybe that dope music we make it. And they come with these. Ja, es wurde halt in den Kommentaren nach dem Enderhaken-Kit gefragt. Komischerweise habe ich 2 Tage zuvor einen Code im Internet gefunden. Also das ist hier nicht 100% mein Code, sondern auch ja ein bisschen Code von jemand anderem. Also das hier oben und das hier habe ich geschrieben zur Perfektion, sagen wir mal. Aber hier unten das ja mit dem Ausrechnen der Velocity und alles, das ja, das ist halt Code, der ich mir kopiert habe. Genau. Ja. Das Enterhaken-Kit, was macht das? Ja, wenn man eine Angel in der Hand hat und sie wirft, ja, und der Haken irgendwo im Boden steckt, wenn man Rechtsklick macht, wird man halt zum Haken hingezogen. Ja, da brauchen wir ein Event, nämlich das Player-Fish-Event. Das wird ausgelöst, wenn der Spieler eine Angelroute benutzt. Machen wir hier mal einen Player, der muss gar nicht mal Final sein. Ganz normaler Player kann es auch sein. Den Hook müsst ihr nicht casten, habe ich aber gemacht. Ja, hier gibt es halt eine Abfrage, ob der Status von der Angel auf dem Boden ist. Und ja, oder wenn er was fängt. Oder falls er halt nichts fängt. Hier, failed. Genau. Dann habe ich hier noch eine Abfrage drin, die das alles perfektioniert. Weil ohne diese Abfrage jetzt, ja, würde es halt ein bisschen rumspacken. Deswegen habe ich hier gefragt, wenn die Welt des Spielers, also wenn an der, ja, wenn in der Welt des Spielers ein Block an der Location von dem Haken X, von dem Haken Y-1 und von dem Haken Z, also Y-1 soll das der Block unter dem Haken sein soll, wenn das ungleich Luft ist, also irgendwas anderes, und ungleich Wasser, dann wird er, dann wird das hier halt ausgelöst, sprich, ja, wenn er jetzt halt einen Wasserrechtsklick macht, wird er halt nicht dahin gezogen und in der Luft halt auch nicht, wäre ein bisschen doof. Genau. Dann wird das hier alles ausgeführt, der ganze Code, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu erklären. Erstmal wird er so ein bisschen in die Höhe geschleudert, also ja, er wird halt ein bisschen hochgesetzt. Dann wird er zu einer Location geportet, nämlich zu seiner Location. Warum das so ist, weiß ich nicht, hab da eigentlich noch nichts dran verändert. Ja. Und dann wird der ganz viel ausgerechnet. Hier wird erst einmal ein Double, ja, definiert. Dann, also es ist echt eine Menge Code. Ja. Könnte ich alles mal angucken. Ich erkläre das jetzt aber nicht alles, weil ich denke, die meisten verstehen das an sich nicht. Und ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt, dann müsste ich jetzt hier die ganzen Variablen und so raussuchen. Aber ich denke mal, ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, es funktioniert. Wie gesagt, wir können diese Abfrage hier auch eigentlich rauslassen. Ja. Aber sie ist halt genauer. Ich packe euch auch den Code in die Beschreibung. Nicht genau diesen Code, weil das ist ja mein selbstgeschriebener Code. Sondern den ich mir kopiert habe. Da habe ich auch nur diese Schnipsel hier rausgeschrieben. Also, ich denke, ich schreibe euch ja dann auch nur diese Schnipsel hier in die Beschreibung. Und hier die Abfrage könnt ihr reinmachen, wann ihr wollt. Und die auch, also die solltet ihr eigentlich reinmachen. Die erste. Ja. Dann machen wir jetzt noch schnell einen Comment. CMD N. Der Haken. Enter. Du hast das Kit. Enter Haken ausgewählt und wir bekommen eine Angel. Fishing Rod. Eine. Ja. Genau. Jetzt noch in der Hauptklasse alles beim Registrieren. Enter Haken. Und den Comment.
Enterhaken. Ach komm, so. CMD. Enterhaken. Und jetzt noch hier netplugin.yml eintragen. Und jo. Das war's. Exportiere ich das hier noch schnell. EG-Kids. Ich habe auch übrigens gerade ein neues Intro gehabt, wie ihr ja gesehen habt. Ja, wurde mir gemacht. Also ich finde es ganz cool. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet. Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde es aber richtig cool, das Intro. Jo. Was hier noch weg? Das muss eigentlich alles weg. So. Starten wir den Server mal. Und warten. Kann jetzt ein klein wenig dauern. So. Okay, wir haben noch einen Teleporter von dem Minispiel zuvor. Ups, das war jetzt ein bisschen, ja. Ein bisschen doof. Slash Enter Haken. Mann. Du hast das Kit Enter Haken ausgewählt und ich weiß, ich sterbe jetzt. Ist cool. Jetzt habe ich auch meine Angel nicht mehr. Durch einfach kurz wieder. Game Mode 1. Angel. So. Wenn ich die jetzt auswerfe. Und sie auf dem Boden liegt. Und ich Rechtsklick mache. Was war das gerade? Okay, nochmal. Also hier passiert nichts, wie ihr seht. Keine Fehlermeldung. So, genau. Jetzt werden wir hier so rübergezogen. Wir können natürlich auch irgendwelche Effekte oder Sounds reinmachen. Oder auch einen Cooldown oder so, alle 4 Sekunden oder sowas. Aber so, ja, so geht's eigentlich. Ich finde es total cool. Ja, ist einfach richtig praktisch, richtig cool. Und ich habe auch echt eine Zeit gebraucht, bis ich das gefunden habe und bis ich es halt perfektioniert habe, den Code. Und das war halt auch einer der Kits, bei denen ich mir zu Anfang gedacht habe, okay, ich kann eigentlich fast alle Endergames-Kits machen, aber Enderhaken, da muss ich mich informieren, da hatte ich auch zuvor gar keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ja, jetzt haben wir es letztendlich geschafft, Enderhaken-Kit. Ja, ich habe in letzter Zeit jetzt ja nicht so viele Kits gebracht, also das Morpher-Kit müssen wir noch machen und was eigentlich noch, also das Morpher-Kit auf jeden Fall. Das Enderman-Kit, genau. Es gibt ja noch jetzt auch die neuen Kits, Ungeheuer und noch irgendwas. Also Ungeheuer und Morpher auf jeden Fall. Ja, sollten wir auf jeden Fall mal machen. Und ich zeige euch jetzt auch noch mal kurz, wie ihr die Angel unendlich lange, ja, haben könnt. Also, dass sie nicht kaputt geht. Oder das sieht doch irgendwie doof aus, falls ihr das in ein Lobby-Plugin einbauen wollt. Oder, ja, falls es einfach eine Angel sein soll, die nicht kaputt gehen soll. Machen wir einfach noch mal in den Listener, Enterhaken Listener kurz noch ein Event rein. Add Event Handler Void on New Plot Player Interact Event. Also ist eigentlich ein ganz einfacher Code. Aber ja, viele wissen es halt einfach nicht. Player P eben get player. Und ja, fp.get item hand. Get type ist gleich material. Fishing rod. Wir können ja auch noch irgendwie sowas machen wie und p.get item hand. Punkt has item meter. Punkt has item meter, genau. Ja. Dann sieht er, guckt er halt, ob er eine item meter hat und so. Hier ist eigentlich ganz cool. Oder get item meter und get display name oder sowas.
Aber bei mir sollte es mit jeder Angel so sein. Und so. Also wenn das der Fall ist, wenn er da einfach eine Angelrute hat, man kann auch noch fragen, ob er Rechtsklick macht oder so. Aber ich setze ihm dann einfach Set Item in Hand, New Items, Dead Material.Fishing Rod. Ein. So. Dann wird sich auch unendlich lange eine Fishing Rod haben. Sollte kein Problem sein, reloaden wir mal. Jo, ihr seht. Erstens, der Haken brennt, was total cool aussieht. Und ich habe mich da reingezogen, was total dumm war. Ich zieh mich da einfach rein. Ja, total cool. Game Mode 1. Angel. So, aber wie ihr jetzt sehen werdet, ja, die Angel nutzt sich einfach nicht ab, also sprich, sie nutzt sich schon ab, wird aber jedes Mal wieder ersetzt. Also sieht man das nicht, dass sie sich abnutzt. Ja, man sieht auch da keine Fehler in der Konsole. Es geht alles perfekt. Ja. Das war's mit dem Interhaken-Kit. Wie gesagt, für mich eigentlich eins der schwierigsten Kits, aber wenn man halt den Code hat und ein bisschen perfektioniert, dann geht das eigentlich. Wie gesagt, Cooldowns und alles könnt ihr eigentlich selbst einbauen, würde kein Problem sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen und oder auch geholfen hat, lasst doch eine Bewertung da und vielleicht noch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.